Eine ruhige Stadt in Brick Ricks. Herzlich willkommen zu Brick Rill und einem neuen Update in diesem Spiel. Alles relativ harmlos, sehr harmonisch, sehr entspannt. Oh, da ist sogar ein Parkhaus. Ansonsten... Was macht der Schulbus da auf dem Dach? Kinder, es geht zur Schule. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Brick Ricks, einer ganz besonderen Folge, denn es gibt ein Update, beziehungsweise ein Engine-Update, sagt man so schön. Also Leute, die Grafik hat sich hier enorm verändert und die Physik anscheinend auch. Wir gucken mal, wie der Bus hier steht. Ja, der hält es auf jeden Fall noch aus, Leute. Ihr seht schon, die Grafik ist komplett anders geworden. Der Zug ist vielleicht jetzt aufzuhalten. Das können wir gerne nochmal in der nächsten Folge testen, wenn ihr Bock drauf habt, Leute. Lasst auf jeden Fall Hashtag Train in den Kommentaren, falls wir den Zug nochmal stoppen sollen mit dem neuen Patch. Und Leute, ein Like für dieses Video, wenn ihr jetzt schon Bock habt. Ich zeige euch, was alles heute geht. Fetter Kuss geht raus, wir gehen rein. Kinder, wir müssen das hier zu Ende bringen. Na gut, Leute, dann werden wir ihn wohl mal ganz oben ransetzen. Oh, Kinder, ganz schlecht. Und unten links haben wir auf jeden Fall schon mal... Digga, die haben das ja überlebt. Was ist das denn hier? Sag mal. Leute, Alter, es gibt ein Inventar. Digga, gönn mal den Raketenwerfer. Kinder. Sag mal. Hä? Ich hab doch gerade mit dem Raketenwerfer... Aha. Auf den Bus geschossen. Hä, ist der jetzt so schwach geworden, Leute? Ah ja. Alles klar. Junge, wie sicher ist denn der Schulbus? Der Schulbus ist ja richtig sicher, Mann. Na gut. Ist ja auch nicht schlecht, wenn der Schulbus Bazooka sicher ist. Man weiß ja nie. Jetzt ist es natürlich auch mit dem Editor hier die Möglichkeit, er sieht ganz anders aus. Man kann hoffentlich irgendwie, ja, die alten Sachen, aber... Oh, Leute, hier geht nicht mehr so viel. Also, es fehlen... Oh, war ein Witz. Es geht sogar richtig viel. Die alten Mods funktionieren also alle noch auf ganz lockerer Basis hier. Sehr, sehr geil. Dann würde ich doch mal sagen, Digga, probieren wir das Dixie-Klo mal direkt aus. Ja, Digga, das ist ja noch Bob. Bob? Ey, du sollst nach vorne gucken, Bob. Hallo? Sag mal, willst du mich verarschen oder was, Junge? Okay, Leute. Also, sehr interessant, aber es gibt auch einige Dinge, die man hier nicht machen kann. Egal, wenn Bob meint, er muss auf Klo, Alter. Ich will das Ding auf jeden Fall mal zünden. Und hier fehlt das Feuer schon, was? Ey, hier explodieren gar keine Sachen mehr. Digga. Krass. Was ist das denn für ein Beschiss? Habt ihr das gesehen? Also das muss ich dann tatsächlich nochmal testen, Leute. Wir haben ja die sogenannte Time Bomb in unserem Repertoire. Und also das Dixie-Klo explodiert eigentlich immer am heftigsten. Aber dann würde ich doch einfach mal sagen, nehmen wir die Time Bomb hier, wenn ich wüsste, wo die ist, ne? T, die Timer Bomb. Ich will nichts hören. Wir planten die mal auf dem Parkhaus, oder Leute? Was, Alter, was ist das denn hier oben? Digga, hier gibt's ja sogar jetzt eine neue Kleinstadt. Krass. Oha. Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, Leute. Was ist denn mit dem Flughafen? Da geht ja auch nicht mehr viel, ne? Okay, die Timer-Bomb. Also, was ich cool finde, ist, dass man halt jetzt richtig weit ranzoomen kann. Man sieht's hier. Die Timer-Bomb geht auch nicht mehr automatisch. Einfach los. Oh nein, Leute. Also Explosionen sind hier definitiv nicht mehr drin. Es ist wohl ein experimenteller Mod. Das heißt, hier in diesem Fall ist die Mod noch nicht so verfügbar und auch noch nicht fürs Game ausgelegt. Also im Prinzip kommt das Ding erst ein bisschen später. Jetzt will ich natürlich einmal gucken, was passiert, wenn wir hier mit dem Subway Truck in dieses Teil hier reingurken. Und irgendwie klappt das nicht so. Komm, Alter. Mach dich locker, rein da jetzt.
Und ja, okay, aber das funktioniert ja. Hier ist ein Stück Erde drin. Wo kommt die Erde her? Hallo? Also an sich funktioniert es gut, aber auch hier brennt wieder nichts. Sehr schade eigentlich, sehr schade. Was können wir denn noch so machen? Leute, wir haben die Tasty Cola hier am Start. Und ey, der LKW sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Muss ich ehrlicherweise sagen, Leute. Ich bin gespannt, was mit diesem LKW passiert, wenn wir hier durch diese Presse fahren, Leute. Ist klar. Aber ich möchte einmal ganz kurz diesen Cola-Truck vor den Zug stellen. Okay, Leute, wir stellen ihn doch nicht vor den Zug. Wir fahren jetzt einfach mal mit dem Cola-Laster da vorne in diese, in diese Presse rein, ne? Oh, Leute, wir sind fast drin. Gönn, Digga, und rein da! Was? Hallo? Ey! Digga! Der Laster ist explodiert. Sag mal, was ist das denn? Das hier Bomben? Warte mal ganz kurz. Verbrenne ich? Nee, brennen tue ich auch nicht. Also, wir halten fest. Bomben explodieren nicht. Das Dixi-Klo explodiert nicht. Aber der Cola-Laster ohne Cola explodiert. Interessant. Okay, Leute. Der Tyrannosaurus Rex gegen den Zug. Alles klar, Digga, komm. Junge. Was ist denn das immer? Ah, warte mal. Da fällt mir was ein, Leute. Ich habe eine Idee. Der gute alte Meteor. Flamet schon nicht mal mehr auf, Leute. Also es gibt hier nicht mal mehr irgendwie Flammen oder sowas. Der fällt jetzt einfach nur noch runter. Was ist das denn? Alter, der explodiert ja nicht mal. Was ist denn das? Also das ist ja wohl der Megaflop, oder was? Das ist ja wohl der Megaflop. Zug gegen Zug, sage ich hier mal am besten. Leute, wir haben hier einen Zug auf dem Bahngleis. Und ich werde auf jeden Fall nochmal probieren zu gucken, ob hier eine Explosion passiert. Die Züge crashen aufeinander. Er schiebt hier das Ding einfach quer durch. Fährt das Ding hier einfach. Sag mal, was ist denn das für ein Zug? Digga, Mann. Ja, Leute, das war's mit dem Update von BrickRigs. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung da raushauen, aber ganz komisch auf jeden Fall hier. Sagt gerne mal, was ihr von diesem Patch haltet und ob ihr das ganz gut findet. Ich sag mal so, man sieht, dass es noch nicht fertig ist. Einige Sachen funktionieren noch gar nicht so gut. Und die Grafik hier, sie ist zwar geil, aber ich finde, BrickRigs macht diese Lego-Grafik richtig aus und es fehlen ja auch Teile von der Map. Leute, falls es die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, schallert mal ein Abo raus, checkt eins von diesen beiden BrickRigs-Videos aus. Ich wünsche euch einen schönen Tag, fetter Kuss, Denno out.